Also ich hatte dann endgültig den Schlussstrich gezogen, habe alle meine Tiere verkauft. Die sollten dann zum Schlachten abgeholt werden. Klappe ging zu, der Transporter fuhr und 12 Tiere waren noch hier. Auf jeden Fall haben wir uns dann in den Arm genommen und haben dann diesen 12 Tieren, die da noch waren, versprochen, dass ihr auf diesem Hof so lange leben bleiben dürft, solange wir hier sind. Für mich ist Hof Budenland wie ein echtes Idyll. Hof Budenland heißt, dass es auch anders funktioniert. Ja, Hof Budenland repräsentiert für mich einfach Widerständigkeit. Ich war tagsüber im Krankenhaus, aber was ich privat und nachts gemacht habe, das durfte ja keiner wissen. Wir standen vor diesen Zwingern und ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Das war eigentlich für mich der Punkt, wo ich sagte, du musst jetzt was tun. Erstes Ziel, ganz klar, so viele Tiere rausholen wie möglich. Also er hatte die Waffe so und zittert und ich dachte, der schießt gleich, der hat Angst vor dir. Warum hat denn der Angst vor dir? Der größte Irrtum ist, dass die Menschen denken, eine Kuh gibt automatisch Milch. Das ist eben das, was die Menschen gnadenlos ausnutzen. Sie lassen sich das relativ schnell gefallen. Geben so schnell auf. Wehren sich nicht. Also ich hatte das Gefühl, vor mir steht eine Kuh, die mit ihrem Leben schon längst abgeschlossen hatte. Und dann dachte ich, nee, das geht nicht. Paul war schon auf dem Schlachthof. Er war 2 Monate alt, als er geschlachtet werden sollte. Ich versuchte das irgendwie, sie da rauszuholen, weil sie wäre so oder so gestorben. Uns hat eine Amtsveterinärin mal gesagt, ja, eigentlich haben sie ja recht, aber das ist in diesem System nicht vorgesehen, das, was sie machen. Hallo, mein Name ist Marc Pierschel und ich bin der Filmemacher des Dokumentarfilms Budenland. Darin geht es um die Geschichte von Jan Gerdes und Karin Mück, die im Norden Deutschlands mit Hof Budenland das erste Kuhaltersheim gegründet haben. Ich hatte Jan und Karin bereits 2013 für meinen Film Live and Let Live interviewt. Und schon damals hat mich dieser Ort fasziniert, denn er zeigt, wie ein friedlicheres Zusammenleben von Menschen und Tieren aussehen kann. Ich wollte herausfinden, was es bedeutet, einen solchen Hof zu führen. Wie viel Arbeit dahinter steckt, welches die glücklichen und die traurigen Momente sind und was die geretteten Tiere dort erwartet. Aber ich wollte auch die besondere Biografie von Jan und Karin näher beleuchten. Jan, der selbst Milchbauer war und immer wieder mit seinem Gewissen gehadert hat, bis er schließlich die Tierhaltung aufgab. Und Karin, die Anfang der 80er Jahre Hunde, Katzen, Affen und andere Tiere aus Tierversuchslaboren befreit und die Zustände dort öffentlich gemacht hat. Mit Budenland ist ein Film entstanden, der einen seltenen Einblick in den Alltag eines Lebenshofes bietet, der das unterschätzte Wesen der Kühe zeigt, das oftmals hinter den Milch- und Käseprodukten verborgen bleibt, der über die Hintergründe der Milchindustrie aufklärt und zeigt, wie ein Miteinander aussehen kann, wenn wir Tieren mit Respekt und Empathie begegnen. Für die ersten Schritte der Fertigstellung haben wir eine Filmförderung erhalten. Für den restlichen Weg bis zur Veröffentlichung brauchen wir aber euren Support. Unterstützt jetzt die Kampagne und teilt den Link, damit wir mit der Botschaft des Films möglichst viele Menschen erreichen. Vielen Dank.